Englisch kann, der hat gerade mitbekommen, dass das Lied von einer wunderbaren Gnade spricht, und Amazing Grace knüpft nochmal an Lisa. Danke, Lisa, nochmal für die Leitung. Du machst es immer so frisch, fröhlich, souverän. Und wenn du mal einen Fehler gemacht hast, das ist alles okay. Wunderbar. Denn im Laufe einer Predigt, wie oft ich mich verspreche, da bist du ja, das ist ja noch Gold gegen, also dein Gold gegen meinem, ja? Und möchte noch mal ganz kurz anknüpfen, auch für unsere Gäste. Nächste Woche ist Pfingsten. Viele wissen gar nicht, was ist denn überhaupt Pfingsten. Pfingsten könnte man beschreiben als Verwandlung. Moment, wo Menschen einfach verwandelt werden, weil eine übernatürliche Kraft in ihr Leben hineingekommen ist. Und unser Gastsprecher Ulf kenne ich persönlich, ist in Hamburg aufgewachsen, St. Pauli-Fan. Und damals in der Punk-Szene sehr tätig, tätig könnte man wirklich sagen. Also der Staat war der große Feind, und mit seiner Lebensphilosophie hat er so einiges auf dem Kerbholz gehabt. Seine Freundin hatte Kontakt zu einer Kirche bekommen, Elim-Kirche in Hamburg, und ging da öfters zum Gottesdienst, weil sie merkte, dass wie sie gelebt hat, das hat nicht die Erfüllung gebracht. Ihr Mann, also ihr Freund damals, der Ulf, einfach aggressiv unterwegs, alles kurz und klein geschlagen, und wenn er irgendwie nicht mehr klar kam, hat er dann einfach die Birne vollgesoffen. Und so ging sie öfters zum Gottesdienst und merkte, dass Frieden in ihr Leben hineinkam und schon da eine Veränderung stattfand. Ihr Mann, damals Freund, Ulf, hat sie dann so gegen 11 Uhr, wenn die Gottesdienste zu Ende waren, dann abgeholt im halbbesoffenen, vollbesoffenen, viertelbesoffenen Zustand und stand erstmal manchmal draußen, hab dann noch was geraucht oder so. Und eines Sonntages ging irgendwie der Gottesdienst ein bisschen länger, wie manchmal auch bei uns hier, und dann sagte er, ich muss da mal rein, jetzt meine Freundin holen und so. Und latschte mit seinem Irokesenschnitt da und seine Ketten und alles drum und dran durch den Mittelgang, setzte sich in die erste Reihe, so habe ich das, glaube ich, in Erinnerung abgespeichert, und saß dort. Und in dem Gottesdienst, glaube ich, hat Gott ihn mit seiner Liebe so stark berührt, dass bei ihm auch eine Veränderung stattgefunden hat. Heute ist er Pastor in der Sternschanze, hat dort einen Ableger von der Elim-Kirche, hat in Hamburg mit einigen Mitarbeitern die Stadtinsel gegründet. Das ist eine soziale Arbeit, die armen Menschen hilft. Und der kommt Pfingsten, der kommt nächste Woche. Also den müsst ihr euch anhören und euch richtig gut warm anziehen. Das ist ein Maschinengewehr-Prediger, der haut die Dinger raus. Also zumindest so kenne ich ihn. Ich hoffe, dass er hier so auch so ist, wie er sonst ist. Ja, dass er nicht irgendwie so provinzial abgeklärter. Ulf, mein Freund, wird nächste Woche hier sein. Freue mich sehr, dass er hier diesen Dienst tun wird. So, ich starte mit einem Zitat von Mark Twain, der einmal gesagt hat, die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest, und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Der Tag, an dem du geboren wurdest, und der Tag, wenn du herausfindest, warum. In unserer westlichen Gesellschaft sind wir geprägt worden, wofür bzw. warum man leben sollte. Das wird zwar nicht so explizit kommuniziert, es wird auch kein Kurs angeboten in den Schulen oder gar bei den Unis, und doch sind wir davon mehr oder weniger bewusst oder unbewusst geprägt. Wir sind geprägt worden, dass Leistung und Erfolg, hart arbeiten, fleißig sein, einen guten Beruf erlernen, so viel wie möglich verdienen und erfolgreich sein, dass das ein lohnenswertes und auch eine Motivationskraft ist zu leben. Das wird uns sehr früh, bestimmt
ist das eine gewisse Generation, die uns das auch so eingebläut hat. Ich weiß noch, ich hatte einen Schulfreund, Cherian hieß der, der kam eigentlich aus Indien, aber lebte in Kuwait. Seine Eltern hatten irgendwie ziemlich viel Geld und er kam immer mit den neuesten Klamotten, hat sogar einen 10-Gang-Rennrad mitgebracht zur Schule. Wir waren ja in Südindien im Internat und wir haben immer, wow, Cherian, was hat er wieder Neues mitgebracht? Und sein Lebensmotto, als er die Schule verließ, war, so viel verdienen wie möglich, dafür aber so wenig wie möglich tun. Das war so seine Lebensphilosophie. Auf jeden Fall erfolgreich sein. In seinem Fall war es so wenig dafür tun. Sein Vater hat wahrscheinlich sehr viel dazu getan, damit er erfolgreich war. Sicherheit und Bequemlichkeit, das könnte auch etwas sein, was Menschen vielleicht treibt als ein Ziel im Leben, als ein Grund oder ein lohnenswertes Warum ich lebe oder wofür ich lebe, weil die Welt ist wirklich unsicherer geworden und so versichert man sich nach allen Seiten möglichst viel, um so wenig wie möglich an Schmerz und Unbequemen zu erleben und einfach bequem durchs Leben zu kommen. Und all das ist auch sicherlich ein Stück weit auch legitim. Das Dritte ist, vielleicht bist du geprägt oder einige haben ihr Lebensziel darin gefunden, großzügig zu sein und Gutes zu tun. Einfach Menschen finden ihr Sinn darin, Menschen persönlich Gutes zu tun oder mit ihrem Vermögen möglichst viel für Projekte zu spenden. Einige sagen, das betrifft mich hier gar nicht. Gerade wenn man Bill und Melinda Gates da oben sieht, der Gründer von Microsoft, der ich glaube 2015 bis dahin 27 Milliarden persönliches Vermögen in eine Stiftung hineingesteckt hat und dass sein Ziel ist, bis zu 90% seines privaten Vermögens am Ende seines Lebens gespendet zu haben. Seine Kinder kriegen jeweils nur 10 Millionen, aber der Rest, den spendet er. Und ich finde das großartig, dass Menschen einfach bereit sind zu geben. Das fängt aber schon früh an. Man fängt ja nicht nur an, wenn man Milliardär ist, zu spenden. Andere sagen, nee, gesund und glücklich sein, das ist wichtig, das soll mich motivieren, das ist das eigentlich, was meine Devise ist, um auch noch dabei wirklich glücklich zu sein. Das ist so das Ziel. Am Ende des Tages, Hauptsache gesund und glücklich. Andere sagen, nee, das ist mir ein bisschen zu wenig. Vergnügen und Genuss, das muss noch mal getoppt werden. Gesund sein ist gut, aber wir wollen auch noch mal ein bisschen Gas geben, ja, Vergnügen, wie auch immer. Jetzt habe ich ein Bild, ich hätte jetzt auch Disco Lights genommen oder irgendwas anderes, was junge Leute vielleicht noch treibt. Vergnügen, du lebst nur einmal, also lass es krachen. Erstell zum Beispiel eine Löffelliste, ja, also eine Liste von den Dingen, die du noch tun oder erleben willst, bevor du den Löffel abgibst. Ja, in Englisch heißt es Bucket List. Bevor you kick the bucket oder über den Jordan gehst, ja, erstell diese Liste. Und ich weiß von Leuten auch in dieser Gemeinde, die haben so eine Liste. Und die haken die einmal ab. Das ist so ganz bescheidene Sachen, so einmal die Äste runterpaddeln und so. Das ist so Löffelliste und so, ja. Andere haben höhere Ziele dann, ne? Andere sagen, nee, wichtig ist Familie und Freunde. Das ist das Wichtigste. Dafür will ich leben, dass am Ende des Tages meine Familie da ist, ich für meine Familie. Wir sind noch zusammen, wir lieben uns, wir schätzen uns und am besten noch mal ein paar Freunde, ja, rollen so ins Altersheim mit unseren Rollstühlen, sabbern uns gegenseitig an, aber Hauptsache zusammen Kaffee trinken, so, ja. Das ist noch so das Lebensziel, dass man mit seinen Freunden noch mal alt wird, ja. Andere sagen, nee, also das ist mir alles viel zu stressig. Ich würde einfach nur gerne überleben. Ja, also wenn ich einfach durch den Tag durchkomme, wenn ich die Wäsche gebügelt habe, wenn ich den Hof hingekriegt habe, die Kinder gefüttert und dann noch am Abend mich noch ins Bett legen könnte, um gut zu schlafen, das reicht mir. Mein Leben ist so voll, so stressig, so anstrengend. Ich will einfach nur überleben. Traurig ist es aber auch, dass einige gar nicht mehr leben wollen und sagen, das könnte sozusagen der Ausweg sein.
regelmäßige Gottesdienstbesucher hier im Christuszentrum, die wissen, dass ich eine Serie gerade verfolge, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Das ist ein ganz frommer Begriff, plötzlich da aus dem Nichts heraus, Jesus nachzufolgen. Aber das ist tatsächlich das, was wir in Markus 1 finden, als Jesus, Mensch gewordene Gott auf dieser Erde, am See Genezareth, irgendwo da in einem kleinen Land, mitten da im Mittleren Osten, rief ein paar Leute und sagte, kommt, folgt mir nach. Das war damals üblich und hat erst mal zwei Brüderpaare gerufen, dann hat er so ein paar Terroristen und noch ein paar andere Leute, so ein Schlitzohr und dann noch mal ein paar andere Leute einfach zusammengerufen, 12 Leute, und sagt, kommt, lernt von mir. Und das ist das, was wir so in den letzten Wochen einfach versuchen herauszufinden. Was heißt es, Jesus nachzufolgen? Damit hat die Taufe auch etwas zu tun. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Ich mache aber ganz kurz nochmal eine Pause. Vielleicht nimmst du dir mal 10 Sekunden Zeit und fragst dich, wofür lebe ich denn eigentlich? Geboren bist du. Aber den Tag rauszufinden, warum du lebst, wofür du lebst, was treibt dich? Ist das einer von diesen 5, 6 Sachen, die da oben auf der Liste stehen? Was ist es? Werd jetzt nicht zu fromm, also ehrlich jetzt, ja? Wofür lebst du? Was treibt dich wirklich? Ich hatte hier zwar aufgeschrieben, erzähl's deinem Nachbarn, aber das lasse ich mal heute Morgen. Wer es nicht mitbekommen hat, am Donnerstag war Himmelfahrt. Das war nicht nur ein freier Tag, das war Himmelfahrt. Wir feierten Himmelfahrt. Ja? Haben hier zwar keinen Gottesdienst gehabt, aber ich glaube, dass Jesus seinen Jüngern nach 33 Jahren Leben auf dieser Erde und 3 Jahre Ausbildung von diesen 12, die er gerufen hat, ihnen etwas Wichtiges mitgab. Er hat gesagt, folgt mir nach. Und die Definition von einem Nachfolger, ich glaube, wir haben das auf der Folie da oben, ein Nachfolger Jesu ist jemand, der Jesus vertraut, ihm ähnlicher wird und das tut, was Jesus tat. Jemand, der Jesus vertraut von ganzem Herzen und ihm ähnlicher wird und das tut oder was er tat. Und diese 12 Nachfolger, die wirklich ihm lernten zu vertrauen, 3 Jahre lang, immer wieder in Lebenssituationen, hat er sie dazu gebracht, vertraut mir, ich versorge euch, vertraut mir, ich beschütze euch, vertraut mir, sie wurden ihm ähnlicher. Da war noch eine Strecke, die nötig war, aber sie wurden ihnen ähnlicher und sie fingen an, das zu tun, was er tat. Und zur Himmelfahrt, als er zurückfuhr in den Himmel, in den Wolken, zurück zu seinem Vater im Himmel, das lesen wir hier in Matthäus 28. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Und deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft nun alle Menschen dazu auf, meine Jünger, meine Nachfolger zu werden. Tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie dann, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Ich möchte mal behaupten, am Ende des Tages, für Menschen, die sich Christen nennen, also Menschen, die irgendwie entschieden haben, Jesus nachzufolgen, irgendwie Ja gesagt haben und sich auf Jesus eingelassen haben, auf Gott eingelassen haben, am Ende des Tages gibt es 2 Fragen, die du zu beantworten hast. Und das deutet ein bisschen auf das hin, was dein Lebensziel sein könnte. Das erste ist, habe ich Jesus nachgefolgt? Bin ich Jesus nachgefolgt? Und das zweite ist, habe ich andere geholfen, ihm nachzufolgen?
Das wird jetzt ganz persönlich. Ja? Bin ich Jesus nachgefolgt in meinem Leben? Oder war ich einfach ein, oder versuchte ich, ein guter Christ zu sein? Da merken wir da auch zwei verschiedene Sichtweisen. Man kann Christ sein oder, das ist das, was wir letztendlich auch in den letzten Wochen untersucht haben, was heißt es, ein Nachfolger von Jesus zu sein? Denn das geht richtig in die Lebenspraxis hinein. Christ sein kann man sonntags und vielleicht nochmal zwischendurch, aber ein Nachfolger Jesu ist, weil Jesus immer da ist, wir folgen ihm immer nach, ihm zu vertrauen, ihm ähnlicher zu werden und das zu tun, was er tat, weil wir auf ihn gehört haben. Ich habe eine kleine Idee gehabt, ich nenne es mal den Himmelsfahrts-Hamburger. Denn dem Vers, den ich gerade vorgelesen habe aus Matthäus 28, der hat letztendlich so eine Oberschicht, ja. Das ist sozusagen, ups, das ist irgendwie rund, geht das hier runter. Das ist der Himmelrunterfahrt hier. Okay. Also das ist jetzt, ich habe jetzt nichts Braunes, das ist der Oberteil des Hamburgers, ja. Und das ist der untere Teil des Hamburgers, ja. Ein Hamburger existiert nur, wenn es oben und unten gibt, ja. Etwas, wo man eigentlich das Saftige dazwischen klappen kann. Okay, das ist das, was hier dann ist, ja. Ketchup, ja. Und dann gibt es dann das saftige Stück Fleisch, hier in diesem Fall blau. Ja, und dann gibt es dann vielleicht noch eine, ja, man kann noch ein bisschen Gurke dazwischen legen oder ein Salatblatt, ja. Aber das ist so das saftige Teil. Ich war neulich, wo war ich? In Israel, ja, Tel Aviv war ich, ganz alleine. Spät nachts, 11 Uhr, kurz vor 11, wollte ich auch noch was, wollte mir ein Eis holen, ja. Und komme in dann so ein McDonald's in Tel Aviv, ja. Da kommt tatsächlich eine Amerikanerin, also die sind wirklich speziell. Und sie sagte und versuchte dem Mann auf Englisch mitzuteilen, sie möchte einen Hamburger, aber ohne das und ohne das. Ich habe erst mal überlegt, habe ich das richtig verstanden? Ja, also I want a hamburger without the top and the bottom. Und er so irgendwie, top, no salad? No, no, all the top and not the bottom. Tatsächlich. Und die sind ja so lieb. Die haben tatsächlich das alles gemacht, haben das so zusammen und dann haben das in so eine kleine Behälter ihnen rübergegeben und keine Brötchen dabei. Ich fand das interessant. Aber ein Hamburger aus meiner Sicht muss oben und unten haben, ja? Und was ist das oben und unten? Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht. Und er hat gesagt, ich bin immer da. Ja? Ich meine, das ist schon cool. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir haben es nicht mit jemandem zu tun, der irgendwie mit Jesus latschen und ein Kleid durch staubige Straßen mit einem Heiligenschein durch die Gegend gelaufen ist. Wir haben es mit jemandem zu tun, der Macht hat, Stürme zu stoppen, Brot zu vermehren, Blinden die Augen aufzutun, Lahme gehen zu lassen, Tote aufzuerwecken und nicht nur das. Und das Wichtigste, die größte Macht ist die Macht seiner Liebe, dass er fähig ist, Herrschaft über Herzen zu bekommen. Und das war sein erstes Ansinnen, dass er in dem so viele Menschen wie möglich Herrschaft über unsere Herzen bekommt, über unsere Gedanken, weil alles, was verkehrt läuft in dieser Welt, kommt aus diesem Herzen. Und wer das verändern kann, kann die Welt verändern. Hineinzukommen und das Verbitterte weich zu machen, damit es vergibt. Hineinzukommen in das Herz, dass das Eifersüchtige zu Großzügigkeit wird. Hineinzukommen in ein Herz, wo der sammelt und für sich hält, nicht egoistisch, sondern gebefreudig ist. Dass das Jesus mit seiner Kraft in das Herz hineinkommt und anfängt, das Herz zu erobern, damit Frieden und Liebe und Freundlichkeit sich ausbreitet. Und er hat gesagt, ich habe diese Macht. Und er beweist es immer wieder neu.
und nimmt Herzen von Menschen, von einem Ulf Bastian, und dreht diesen jungen Mann, dass er ein Herz so voller Liebe bekommen hat, wo er immer Hass gelebt hat und in Hamburg Hunderte und Tausende von Menschen immer wieder durch die Stadtinsel und das, was wir ist, einfach Liebe weiterbringt. Mir ist gegeben alle Macht. Und das andere Teil ist, ich bin immer da. Ich bin immer da. Ich bin immer da. Und deswegen lade ich dich ein, mir zu vertrauen, mir ähnlicher zu werden und das zu tun, was ich tat. Und jetzt kommen wir einfach mal zu dem Herzstück hier. Was hat Jesus gesagt? Das Kernstück ist, also das Fleisch. Für die Veganer hier drin, weiß ich nicht, was man da reinlegen könnte. Oder für die Vegetarier vielleicht so eine Kartoffelpuffer oder irgendwie sowas, ja? Ja? Das ist das, was Jesus sagt. Macht zu Nachfolgern. Das ist eigentlich der Kern das Letzte, was er seinen Jüngern mitgegeben hat. Machet zu Nachfolgern, zu Jüngern, alle Menschen. Und dann hat er nochmal gesagt, wie? Indem ihr geht und indem ihr sie tauft und indem sie ihnen lehrt, alles zu halten, was ich euch befohlen habe, bis an das Ende der Erde bin ich bei euch. Wenn ich also dich frage, was könnte Ziel, Zweck, Sinn deines Lebens sein, für jemanden, der hier als Jesus nachfolgt? Sicherheit, bitte. Glück, Gesundheit, bitte. Familie, Freunde, bitte. Das gehört alles dazu. Jesus hat gesagt, wer nach meiner Kernpriorität, nach meinem Reich trachtet, alles andere, Glück, Freundschaft, all das andere wird euch einfach gegeben werden als Bonus, aber haltet euer Blick auf das Wichtigste. Ich rufe euch, dass ihr mir nachfolgt und dass ihr anderen Menschen helft, zu Nachfolgern zu machen, zu werden. Und so geht ihr hin und redet mit Leuten. Das heißt, es geschieht nicht bei dir irgendwo im Wohnzimmer, du alleine, sondern du bist initiativ, du gehst hin, umwirbst jemand, an Jesus Christus zu glauben. Und wenn Menschen dann auch diesen Entschluss treffen, ob kleine Kinder oder Teenager oder später im Leben, weil irgendein Ereignis, weil irgendeine Erkenntnis da gewesen ist oder ein innerer Weg, zu sagen, jetzt bin ich reif, an Jesus zu glauben, an ihn zu vertrauen, mein Leben ihm anzuvertrauen, dann tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im September bei der nächsten Taufe werde ich genau das mal beschreiben, was das bedeutet. Das ist immer so eine Formel. Ballern wir so weg, ja, im Namen Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und irgendwie, oh, jetzt das war aber fromm. Als ob das so eine magische Formel ist. Was bedeutet das? Das werde ich nochmal aufbröseln im September, also bei der nächsten Taufe. Und dann lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Hilft ihnen, meine Werte, meine Denksysteme hineinzubringen in ihr Leben. Nun spüre ich gerade, dass keiner gerade von den Sitzen hochspringt und sagt, Andy, jetzt hast du es mir gesagt. Ja, das habe ich jetzt verstanden. Ab heute werde ich jetzt mein Leben dafür verwenden. Ja? Also das spüre ich jetzt nicht. Also deswegen merke ich irgendwo, wir haben wieder Sonntag. Ja? Und es war auch bei den Jüngern so. Ich habe nochmal diesen Text studiert aus Matthäus 28. Wir schauen uns das mal kurz da oben an. Und deshalb geht, und als sie ihn sahen, diese Jünger, ja, Jesus hat sie gerufen, komm auf den Berg, bestimmte Uhrzeit und so. Ja, der Zug fährt ab, ja, ich gehe zurück zum Vater, komm bitte dorthin. Sie kommen hin und da steht hier, und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Das griechische Wort heißt da, ist mehr so dieses, sie beteten ihn an, sie sagten, oh Jesus, er war ja gerade auferstanden, mehrmals haben sie ihn gesehen, er war leibhaftig tot, leibhaftig auferstanden. Und sie sahen ihn dort und sie sagen, boah, alle Macht, immer da, ja, alle Macht immerhin, ja, aber immer da müssen wir mal schauen. Aber alle Macht, boah, auferstanden von den Toten.
Und dann steht da so ein ganz kleiner Satz, und einige aber zweifelten. Von den 11, die 3 Jahre mit ihm zusammen waren. Also 3 Jahre haben die das alles gesehen. Totenauferweckung, Lahme gehen, Blinde sehen, Brot wird vermehrt. Das haben sie alles mitgekriegt. Auf Wasser laufen, alles Mögliche. Und da steht, na, einige zweifelten. Wisst ihr, was das griechische Wort hier heißt? Zweifeln ist nicht so deutsch zweifeln. So. Hm, weiß ich nicht. Es könnte Fake News sein. Ich gib mir mal 5 Beweise dafür. Dann erst fange ich an, drüber nachzudenken, ob ich dir glaube. Das ist deutsches Zweifeln. Das griechische Wort hier heißt eigentlich, sie zögerten. Sie hielten innerlich zurück. Sie wussten nicht ganz genau, sie warteten ab. Sie haben sich gefragt, soll ich mich auf das einlassen? Und das spüre ich in diesem Raum. Angebetet haben wir, aber wir halten zurück. Mich investieren, dass andere Jesus Christus kennenlernen? Mich investieren, dass andere Leute lernen, ihm zu vertrauen? Nee, ich mache es erstmal selber. Ich kann das verstehen. Man denkt nicht, dass man wirklich was zu geben hätte. Wisst ihr, darum geht es gar nicht. Sandra, als du Mutter geworden bist, fühltest du dich schon reif, eine Mutter zu sein, dein Leben für dein Kind zu geben, morgens früh aufzustehen, die Milch hineinzugeben, ja? So richtig Windeln wechseln, Wäsche waschen, ja? Man fühlt sich ja richtig bereit dazu beim ersten Kind. Nein! Aber wenn es einmal da ist, zieht es was von dir. Es holt etwas von dir raus, im wahrsten Sinne des Wortes, Milch. Also zumindest ja, bei den Müttern. Ich habe es mal mit meinen Töchtern versucht. Ich habe 4 Töchter und ich habe die auch mal an meine Brust gelegt. Ich wollte mal gucken, ob die auch mal so eine haarige Brust noch nuckeln. Ja? Das ist richtig eklig jetzt so. Ja? Und alle vier durch die Bank, ich weiß nicht, ob das der Geruch ist, man sagt ja, es gibt so bestimmte Gerüche und so und die so Bonding und so. Ja, auf jeden Fall, die haben immer so gemacht. Ja? Da habe ich die Haare abgerasiert und so. Ja, ich wollte mal, ja, yeah, come on, die Männer, yeah, come on. Aber kleine Kinder, die holen was aus dir heraus. Liebe, Hingabe, Kreativität. Weil da etwas in dir geweckt wird, weil du plötzlich eine Verantwortung spürst für ein neues Leben, das du mit auf diese Welt gebracht hast. Es gibt tatsächlich sogar Untersuchungen. Ich habe das in Indien beobachtet. Tante, wer auch immer und Schwester sowieso, dass sogar Mütter oder Frauen, die kein Baby gerade zur Welt gebracht haben, in so einem Dorf so ein Kind auch mitfüttern. Die legen das Ding an die Brust und die fangen an zu ziehen, die Babys. Und dann fängt an, tatsächlich Milch zu fließen. Tut erstmal ein bisschen weh, glaube ich, und so. Aber das ist möglich. Probier das mal. Ach, nein. Hey, hier ist ein Baby, möchte gerne nuckeln. Wer möchte, probieren. In der Regel wird es etwas von dir herausziehen. Und du sagst, ich bin noch gar nicht schwanger. Ich habe noch, ja? Aber das ist möglich. Und ich möchte dir einfach mal heute, 3 Tage nach Himmelfahrt, einfach mal fragen, könnte es sein, dass du heute mal in diesen Hamburger beißt und sagst, das Ding nehme ich jetzt mal. Ich wage das mal. Ich bin mal bereit, Jesus mal beim Wort zu nehmen. Ich möchte jetzt nicht nur einfach nur fromm sein, Christ sein, sondern ich möchte einfach mal sagen, auch wenn ich meine, ich habe nichts zu geben, ich möchte mich mal auf den Weg gehen, initiativ zu sein, auf Leute zu. Denn ich bin schon einige Jahre unterwegs im Glauben. Ich weiß schon einiges über Jesus. Ich habe auch schon einiges erlebt. Und das bisschen, was ich habe, kann ich jemand anderem geben.
Hätte nicht gedacht, dass ich so konkret werde heute. Zögere nicht. Wir sind nicht berufen, in Reihen zu sitzen. Wir sind nicht berufen, hier eine Predigt abzuholen. Wir sind nicht berufen, nachher noch Kaffee zu trinken. Wir sind nicht berufen, einfach mal nette Christen zu sein, sondern Jesus lädt uns ein, folge mir nach, werde mir ähnlich, vertrau mir in allem und helf anderen Menschen, einfach das Gleiche zu tun. Ist nicht kompliziert. Aber es bedeutet, dass du etwas an deine Brust legst, etwas an dich ranlässt, dass Leute auch von dir was abschauen können. Und das ist da, wo wir gewesen sind in den letzten Wochen. Jesus nachzufolgen, zu entdecken, was es heißt, ihm zu vertrauen. Am Ende dieses Gottesdienstes frage ich dich, erstmal ganz persönlich in deiner persönlichen Nachfolge, weil das ist Frage 1. Bin ich Jesus nachgefolgt? Es gibt reife Christen in diesem Raum. Leute, die ich sehr schätze und ich weiß, dass sie sehr in ihrem Wesen, in ihrem Charakter Veränderung erlebt haben, großzügig sind, langmütig sind, liebevoll sind, hingebungsvoll sind, engagieren sich. Was bedeutet das für jemand, wo ich sage, Mensch, du bist ja so kurz vorm Himmel, weil du so Jesus-ähnlich bist. Was bedeutet das für jemand wie du, Jesus nachzufolgen? Es gibt immer einen Bereich, wo du Jesus vertrauen wirst und vertrauen musst. Was ist dein nächster Schritt? Was ist dein nächster Schritt, Jesus zu vertrauen? Was ist dein nächster Schritt, ihm ähnlicher zu werden? Was ist dein nächster Schritt, etwas zu tun, was er tat, wo er dich bittet, dass du es tust auf dieser Erde? Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Leute, der Tag wird nie langweilig. Aber es heißt, auf ihn zu hören. Aber man kann nur hören, wenn man grundsätzlich diese Bereitschaft in sich trägt, zu sagen, wenn ich aus dieser Tür herausgehe, nein, vorher schon, wenn ich noch in diesem Raum bin, zu schauen, zu sagen, wie kann ich dir heute ähnlicher werden, Jesus? Irgendwie bist du auf Leute zugegangen, vielleicht gehe ich mal das erste Mal nach einem Gottesdienst auf jemanden zu und begrüße ihn mal, vielleicht weil er alleine da sitzt und keinen hat, mit dem er redet, keinen Freund hat, vielleicht hat er eine Not. Das wäre sehr praktisch, einfach Jesus ähnlicher zu sein. Tut weh, ja. Aber jetzt sprechen wir mal Champions League. Ich gehe jetzt mal eine Liga höher. Wenn du sagst, hey, das schaffe ich schon, das ist bei mir schon drin. Hast du jemanden, den du an die Hand nimmst, ganz bewusst, wo du dich investierst in jemanden zu sagen, hey, kann ich dir helfen, Jesus nachzufolgen? Nicht, weil du sagst, ja, ich weiß das alles schon, sondern einfach, hey, ich bin mit Jesus unterwegs und ich, wollen wir zusammen diesen Weg gehen? Das ist Champions League. Wenn du es zeigen kannst, der, der und der, das sind drei Leute, in der ich mich investiere. Die habe ich an meine Brust gelegt. Und das Milch fließt schon. Ich habe was zu geben, ich habe ein bisschen Weisheit zu geben, ich habe ein paar Erfahrungen gemacht. Ich weiß, wie man die Bibel liest, wie man sie versteht. Ich habe gelernt zu beten, ich habe gelernt, auf Jesus zu hören. Ich habe ein paar Sachen mehr gelernt und ich würde diesen Leuten das beibringen. Dann wird das Leben spannend, ihr jungen Leute. Und wenn ihr keinen habt, der euch das zeigt, wie das geht, dann geht mal zu einem von uns alten Säcken hier und dann sagt ihr einfach mal, hey, bist schon lange unterwegs, ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Magst du mich mal an die Hand nehmen? Ist auch mal ein Wagnis. Hä? Könnte ja auch konkret in deinem Leben werden. Merkt ihr, wir sind alle herausgefordert. Jesus sagte, jetzt gehe ich. Tschüssikowski, ich gehe zurück. Nächste Woche, 10 Tage, komm wieder. Dann gibt's Kraft. Das hat er nicht gesagt, wartet 10 Tage. Er hat immer gesagt, wartet. Die haben gewartet. 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage, 6 Tage, 7 Tage, 8 Tage, 9 Tage waren sie zusammen. 120 am Ende des Tages waren es nur 120. Und die haben gewartet auf diese Kraft, weil er sagt, das schafft ihr nicht alleine.
Es braucht eine übernatürliche Kraft hier. Es braucht eine Dynamik in euch. Das macht ihr nicht aus dem Verstand. Das macht ihr nicht einfach nur aus Erfahrung heraus, sondern ihr braucht eine Kraft. Wie sieht es bei dir aus? Wann streckst du dich? Hast du dich das letzte Mal nach Kraft ausgestreckt? Du sagst, ich spüre das ja hier schon. Nee, ich habe die Kraft nicht. Also jetzt noch jemand an die Hand zu nehmen, ich kriege mich ja selber noch nicht mal hin. Das kriegst du auch nicht alleine hin. Dafür ist ja der Heilige Geist gesandt worden, der in uns lebt und uns Kraft gibt, das zu leben. Ja. Meine Berufung ist es, auf Füße zu treten. Zumindest für diese Phase. Es gibt andere Phasen, wo ich euch wieder streicheln werde. Aber ich möchte euch einladen, aufzustehen. Alle in diesem Raum, die diese Freiheit und auch Möglichkeit haben. Unsere Täuflinge haben etwas hier symbolisiert. Sie sind ins Wasser gegangen. Betty, würdest du kommen? Und haben eigentlich bezeugt, wir wollen Jesus nachfolgen. Die haben es unterschiedlich ausgedrückt, aber letztendlich war es das. Ich möchte Jesus vertrauen, ich möchte ihm ähnlicher werden, ich möchte ihm nachfolgen. Es gab ein ganz altes Lied, das wir früher gesungen haben als Kinder. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Da kam immer so ein Satz am Ende, niemals zurück, niemals zurück. Habe ich immer gezuckt, weil ich nicht wusste, halte ich das durch? Und während deine Augen jetzt geschlossen sind, spreche ich erstmal zu dieser Gemeinde, für Menschen, die Teil dieser Gemeindefamilie sind, die sich als langjährige Christen vielleicht bezeichnen. Ich lade dich ein, das mal wirklich konkret zu machen. Was wäre dein nächster Schritt? Jesus zu vertrauen. In welchem Bereich würdest du sagen, wäre es dran, ihn ähnlicher zu werden? Und ich bringe es noch eine Stufe höher. Wo wäre etwas, das du tun könntest, was er tat? Folgst du Jesus nach? Und wärst du bereit, andere zu Nachfolgern von ihm zu machen? Das ist der Auftrag, den Jesus hinterlassen hat. Dazu ruft er uns. Das ist Sinn und Zweck unserer Taufe. Mach es mal konkret. Lieber Gast, Sie sind hier reingeraten in einem Gottesdienst, wo ich schon ziemlich konkret mit meiner Gemeinde gesprochen habe. Und Sie haben so am Rande mitbekommen, dass es um Jesus geht. Und ich lade Sie ein, egal wo Sie stehen in Bezug zu Gott oder zu Jesus Christus, wie Sie Kirche vielleicht erlebt haben, ich möchte Sie einfach einladen, auch kurz Ihr Herz zu prüfen. Haben Sie sich vielleicht wiedergefunden, Sicherheit, Glück, Gesundheit, Freunde, Familie, dafür lebe ich? Vielleicht sind Sie an einem Punkt, wo Sie sagen, ich will ja nur überleben oder vielleicht nehme ich mir das Leben. Ich möchte Sie einfach einladen, nur einen Schritt zu tun. Wäre heute vielleicht der Schritt nochmal auf Jesus, ihm eine Chance zu geben? Wäre heute vielleicht der Tag, wo Sie einfach kurz Ihr Herz öffnen und ihm einen Satz sagen, eine Enttäuschung ihm bringen? Vielleicht ist es ein Verlust in Ihrem Leben gewesen, das Ihr ganzes Leben in Wanken gebracht hat. Aber ich lade Sie ein. Er steht da und versteht Sie. Zweifel ist okay. Zurückhaltung ist auch okay. Aber man kann einen kleinen Schritt auf ihn zugehen und sagen, Jesus,
so bist, wie der Pastor das vielleicht heute beschrieben hat, jemand, der so liebevoll ist, oder wie wir die Lieder gesungen haben, jemand, der so eine Güte, so eine Gnade ausstrahlt, dann würde ich mich wirklich auf ihn einlassen wollen. Das kann für Sie heute vielleicht auch ein erster Schritt sein. Nach diesem Gottesdienst gibt es die Möglichkeit, hier am Kreuz mit Gebetshelfern zu beten, die einfach ihr Anliegen zu Gott zu bringen. Und so bringen wir dir unser Herz, unser Leben, Jesus, und wir möchten uns dir anvertrauen. Wir möchten unser Herz dir bringen. Du weißt, was Herzen gerade jetzt nicht nur gedacht haben, sondern entschlossen haben. Du weißt, was sie innerlich abgescannt haben und wo sie irgendwas fokussiert haben. Ich bitte dich um deine Gnade, deine Kraft durch deinen Geist, dass sie diesen Schritt gehen können und dass es zur Realität wird in ihrem Leben.